Die gute Nachricht zuerst, das Triebwerk ist jetzt von den Bauteilen komplett vollständig. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir die Turbine erhalten haben. Die wurde wieder vom Werkzeugservice Gerg gefräst. Das ist die gleiche Firma, die auch schon den Stator für uns gefräst hatte. Und sofern ich die Qualität überhaupt beurteilen kann, sieht das optisch so super aus. Damit bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich, dass die das wieder für uns gefertigt haben. Ansonsten wurden nur noch Kleinigkeiten gemacht, Abstandshülse wird nochmal gedreht und auch von der Gehäuseabdeckung für den Radialverdichter wurde noch ein bisschen nachgearbeitet, dass da nichts schleift. Und ansonsten ist das Triebwerk aber komplett vollständig und kann jetzt zusammengeschraubt werden. Ich zeige aber erst nochmal ein paar Aufnahmen, wie das Turbinenrad gefräst worden ist. Dann von den kleineren Arbeiten, genauso wurde auch nochmal alles sauber gemacht, dass keine Späne in den Kugellagern sind. Die Kugellager wurden alle nochmal geölt. Das wird zwar nachher beim Lauf ja angeschlossen, dass das kontinuierlich mit Öl versorgt wird, aber dass da schon mal von Anfang an auch was Öl drin ist. Und dann wird das ganze Triebwerk zusammengebaut.
So, das Triebwerk ist also nun komplett vollständig zusammengebaut. Und das Einzige, was jetzt noch wirklich als Bauteil fehlt, ist die Düse hinten. Ich habe mir doch in Erinnerung, dass es eigentlich so ist, dass die Düse vor allen Dingen den Schub erhöht und ohne Düse eigentlich mehr Wellenleistung zur Verfügung steht, sodass eigentlich das Triebwerk ohne Düse erstmal einfacher laufen sollte für alleine. Ganz sicher bin ich mir diesbezüglich aber auch nicht. Da das ja alles keine Überschallgeschwindigkeiten hat, haben die strömungsmechanischen Bedingungen hinter der Turbine ja auch Einfluss auf all das, was vorher passiert. Ich werde es aber erstmal versuchen, so laufen zu lassen. Und wenn da gar nichts geht, dann kann man gucken, ob man das mit einer Düse dann auch eher zum Laufen bekommt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eben der Teststand. Der Teststand wird auch wieder ganz einfach aus Holz gemacht werden. Das wird jetzt noch wenige Wochen dauern und dann wird der erste Testlauf kommen.